Herzlich willkommen zum Sternenstaub-Adventskalender aus Dilbricht, zur 20. Etappe. Wir sind mit den Weisen aus dem Morgenland unterwegs zur Krippe. Jetzt sind wir mit ihnen zusammen am Ziel angekommen. Endlich, nach langer, beschwerlicher Reise, gelangen die Weisen mit ihren Geschenken zu dem Ort, an dem der Stern seinen Haltepunkt findet. Der Stern ist angekommen. Ein wunderbarer Moment muss das gewesen sein, als sie merkten, voller Freude, so richtig erfüllt, vielleicht hüpft das Herz in ihre Brust, ihre Augen strahlen, sie lachen sich an und einer macht vielleicht einen kleinen Luftsprung. Gott hat sie ans Ziel geführt und sie spüren es. In ihnen wird es hell und sie fühlen sich eigentlich eigentümlich ruhig und gleichzeitig aufgeregt. Wie eine Mischung aus Sternenstaub und Brausepulver. Und diese Begeisterung, die ich mir da vorstelle, die fasziniert mich. Sie können sich so richtig, vielleicht bis in die letzte Haarspitze ihres Körpers, über Gott freuen. Und ich frage mich, wann war echt ich das letzte Mal so richtig glücklich über Gott, über Jesus Christus, über den Heiligen Geist? Vielleicht, als ich eine neue, ungeahnt wegweisende Idee hatte, als ich aus einem Tief der Seele herausgekommen bin, als ich gebetet habe, manchmal gezweifelt und mein Gebet erhört worden ist, oder als ich wieder Kraft bekommen habe, mehr als ich gedacht hätte. Wann habe ich mich also das letzte Mal so richtig über Gott gefreut? Ich kann es Ihnen sagen. Ich kann es euch sagen, ich habe mich an meinem freien Wochenende vor Heiligabend so richtig, richtig gefreut über die Langlaufzeit mit einem Freund in Österreich, in Leutasch. Der helle Schnee, der blaue Himmel, die Sonne, die perfekten Loipen, die wunderbare Natur. Ich habe mich so gefreut, dass Jesus mir so etwas Wunderbares schenkt. Und da merke ich, ja, dieser Jesus, der meint es gut mit mir. Und deswegen habe ich mich auch über ihn gefreut, über unseren Herrn. Und naja, die Weisen, sie erleben es, wie man sich über Gott freuen kann. Und so ist es gut, wenn wir immer wieder Momente finden oder uns von Gott finden lassen, wo diese Begeisterung an unserem Herrn durchbricht. Oder wenn diese Begeisterung bisher gar nicht zu meinem Glauben dazu gehört hat, dann einfach dafür beten und sich dann überraschen zu lassen. Wie C.S. Lewis schreibt, überrascht von Freude. Und offen dafür sein, dass diese Freude, dieses innerliche Hüpfen tatsächlich passieren kann. Vielleicht passiert es ja noch heute. Vielleicht auch jetzt in dem Moment, wenn du daran denkst, was du schon Wunderbares mit deinem Herrn und Heiland erlebt hast. Oder wenn man sich vielleicht heute Abend mal ganz bewusst aus dem Adventstrubel rausnimmt und sich ein bisschen Stille gönnt und in Gedanken das Revue passieren lässt, wo man diese überraschenden Momente wahrgenommen hat. Diese überraschenden Momente wie der Stern ist angekommen. Momente. Die Weisen werden diese Begeisterung darüber, dass sie sicher ans Ziel gekommen sind und Jesus in der Krippe gefunden haben, bestimmt nicht vergessen. Sie haben diese Erinnerung mit auf den langen Heimweg ins Morgenland genommen, mitten hinein in ihr Leben. Und so wird es Teil ihres Lebens. Und das wäre doch wirklich wunderbar, wenn es auch uns so gehen sollte. Und um uns vielleicht auf die Sprünge zu helfen, ja, wünsche ich Freude in allen möglichen Variationen. Und Freude, das will ich zum Ende noch einmal durchbuchstabieren. F für Frieden. R wie Ruhe. E wie Erholung. U wie Überschwang. D wie Dankbarkeit. E wie Erquickung. Der Herr erquicke dich und
deine Lieben in dieser Adventszeit. In Jesu Namen. Amen.